Die meisten kennen die Weihnachtsgeschichte und wissen, dass Weise aus fernen Ländern kamen, um den neuen König in Jerusalem zu suchen, ihm zu huldigen, ihn zu ehren, sich ihm zu unterstellen. In der Bibel heißt es, als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Die Frage, die sich uns gerade aufdrängt, ist, kann die Menschwerdung Gottes Kann Gottes Sohn heute noch jemanden erreichen, so etwas bewegen? Damals ist der herrschende König erschrocken und viele in Jerusalem mit ihm. Was hat sie denn so aufgeschreckt? Haben sie ihm mehr als wir heutzutage an die Wirkmacht Gottes geglaubt? Ich denke vielleicht, aber nicht unbedingt. Früher gab es zwar wohl mehr Unplanbarkeiten und Überraschungen aller Art, heute scheinen wir ja alles ziemlich im Griff zu haben. Doch eine Pandemie wie gerade die erschüttert doch viele sehr. Nun, dem Herodes ging es wohl am meisten um den drohenden Machtverlust, ganz irdisch gedacht. Den Gelehrten wohl eher um den Diskurs und den Schriftbeweis, ob das Kind, das die Weisen suchen, der verheißende Herrscher sein könnte und ganz Jerusalem, das Volk, ich meine, sie haben wohl, wie wir auch, auf einen gerechten Herrscher gewartet und gehofft und zugleich einen Schreck bekommen. Denn nach langer römischer Besatzung hatten sich Gewohnheiten eingeschliffen, man hat sich angepasst, arrangiert, durchgemogelt. Und jetzt kam die Botschaft, fürchtet euch nicht, der Retter ist da. Wie würde man mit einem neuen System zurechtkommen, das zudem, wie angesagt, 100% anständig und gerecht sein würde? Ich überlege gerade, wie das heute ist. Hat Jesus nicht gesagt, das Reich Gottes ist schon mitten unter uns und ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeit? Weihnachten, das Fest der Liebe und des Friedens? Wenn ich das so bedenke, menschelt es heute noch genau wie damals. Hilft es da, dass Gott geboren ist? Man hofft wohl eher auf Forscher, Wissenschaftler und Regierende. Wer weiß, ob da ernsthaft jemand auf das Kommen des göttlichen Retters wartet und hofft. Wenn ich es recht bedenke, dann sagen die heutigen Weisen doch auch, Gott ist Mensch geworden. Er ist da. Er ist Emmanuel, der Gott mit uns. Ja. Wir hören die Botschaft und die Lieder, die ihm huldigen. Sie klingen in Häusern, Kirchen, auf Plätzen und sogar in Kaufhäusern. Vielen tut das gut, manche fliehen davor. Was wäre die Antwort, was wäre deine, meine Antwort auf die oben gestellte Frage, kann Gottes Sohn heute noch berühren und beeindrucken? Kann Gottes Geist wie damals die Weisen und mich zum Suchen bewegen und die Mächtigen erschüttern? Was, wenn die Antwort Nein wäre? Oder Ja?